gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Leclerc, Lando Norris und Ricciardo, Sainz, Perez, Gasly und Yuki Tsunoda, Vettel, Stroll, Fernando Alonso und Raikkonen, Giovinazzi, Ocon, George Russell und Mick Schumacher, der Sensenmann, Lundgaard, Mazepin und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Warum werden von manchen die Vornamen mitgenannt und von manchen nicht? Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für sie fahren. Also Leute, ich sage euch ganz ehrlich, 11 Runden schafft der Reifen nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt selber hier ein Boxenstopp-Ding mache und sage, wir fahren 8 Runden, dann fahren wir... So, dann fahren wir 8 Runden und fahren 11 auf Gelb. Das sind angeblich 7 Sekunden länger, weil wegen... Okay, der Gelbe hat bei 10 Runden 43% laut Ding. Das ist aber schon verdammt viel. Sind wir nicht schnell? Ich probiere das einfach mal. Wisst ihr was? Wir sind ja hier, um was zu erreichen, einfach nur. Ja, ganz bisschen weniger mit. Gut, dann los. Auf geht's. Scheiße. Jetzt aber keinen Schaden, oder? Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Der Leiter vorsichtig. Leichte Probleme am Start jetzt gehabt. Aber das sollten wir in den Griff kriegen. Komm näher, beeil dich. Ich wusste, dass er zur Seite geht. Dummer Typ immer hier. Leute, durch euch verliere ich wieder so viel Zeit einfach nur. Das ist echt ein Problem, wenn man hinten startet. Jetzt kriegen wir ihn aber, oder? Aber Williams hat doch kein ERS-System. Wir haben noch da einen Hamster drin. Gut gemacht. Super überholt. Danke, Chef. Obwohl, ich bin der Chef, aber egal.
Jeff, danke Jeff. So. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. So, komm, den Schumacher kriegen wir wohl auch. Das sind nämlich ja unsere Rivalen, theoretisch. Was ist er denn jetzt drüber gehüpft? Okay. Hinter uns ist ein Haas raus. Na, er ist nicht raus, der ist nur langsam geworden. Ist vielleicht rausgedreht oder so. Doch, ist raus. Tatsächlich. Gut. Wollen wir hoffen, dass wir im zweiten Stint auch schneller sind. Viel schneller. Noch drei Runden, dann sind wir in der Box. Vielleicht haben wir auch Glück und es kommt noch ein Safety Car, dann haben wir sowieso gewonnen. Also gewonnen nicht, aber. Achtung, Achtung! Leider ein bisschen weit weg jetzt von den Alpinen, wer auch immer das ist, Ocon. Weiß nicht, ob das reicht jetzt. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,3 Sekunden. Uns leicht berührt. Sollte aber nichts passiert sein. Vielleicht bleibe ich doch draußen und hole mir weiße Reifen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn ich jetzt den Anschluss an Raikön nicht kriege, dann kann ich genauso gut auch reingehen. Okay, zwar kein DRS, aber ich komme näher. Prozent nach 6 Runden. Fahre ich jetzt bis Runde 12, hol mir dann weiße? Ich weiß es nicht. Vielleicht fahre ich auch Raikön hinten drauf. Ist auch eine gute Idee.
Ja gut. Ich fahre noch. Boxenstopp kostet einfach zu viel Zeit hier, glaube ich. 25 Sekunden, würde ich schätzen. Ist zu lang. Kann ich nicht machen, Leute. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Das war ein gutes Manöver von Raikön, weil er sich gut verteidigt. Ich hoffe aber, dass ich dadurch keinen Schaden kriege. Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles okay. Gut, wo sind wir jetzt? Wir sind bei 26. Bleib aber draußen auf jeden Fall. Ich glaube, ein Stop mehr ist nicht so eine gute Idee. Okay, doch nicht so eine gute Idee mit den Kurven. Ich dachte, das wäre jetzt. Würde mich jetzt schneller nach vorne bringen, aber. Ehrlich gesagt, bin ich sogar langsamer dadurch jetzt geworden. Also wenn jetzt ein Safety Car kommt oder so, dann würde ich noch einen Stop machen, da wäre ich zwei Stop, aber so bleibe ich dabei. Die gehen immer so blöd zur Seite, um Platz zu machen. Wenn ich aber links bleiben möchte, na gut, eigentlich muss ich dann nach rechts, ne? Ah, okay. Muss ich schneller reagieren auf jeden Fall. Platz 14, meine Damen und Herren. Ich darf nicht so stark bremsen. Mag das Auto nicht. So, jetzt müssen wir wieder viel Batterie ausgeben, um da dran zu bleiben. Nicht so einfach ist. Der ist, schafft es, glaube ich, immer in das Sekundenfenster von Stroll rein, der Alonso. Aber wir nicht. Ah, Italien ist eine gute Strecke. Da kann man auch mal was trinken zwischendurch.
Wenn hinter uns die ganze Zeit Plätze getauscht werden von den beiden. Hätte ich nicht gedacht, dass die Reifen noch so gut sind, wenn du schon 35% drauf hast. Aber die sagen mir noch echt zu gerade. So, jetzt sind wir wenigstens im DRS-Fenster. Bisschen spät, aber... Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Musste mich da entscheiden. Alonso hinter dir. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,9. Bremse. So. Also bis jetzt läuft es ja ganz richtig. Bin zwar schon ein bisschen an Leute dran gestoßen, habe aber keinen Flügelschaden erlitten, ausnahmsweise mal. 40% Reifen. Die anderen gehen alle schon mal rein. Okay, du bist in den Top 10. Ich würde aber noch ein, zwei Ründchen warten. Obwohl, das sind ja nur können rein. Christian ist an der Box. Christian an der Box. Wir gehen auch in die Box. Die Box ist zurzeit belegt. Bleib auf der Strecke. Bleib ja, auf der Strecke. Der ist doch schon längst raus, du Willen. Nee, ich wollte keine Rückblende machen. Ich wollte gegen die Bremse hauen. Ich jetzt in die Box. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Machen mir Angst, wenn wir in die Box fahren. So, dann habe ich den Flügel mal wieder runtergestellt. Das habe ich nämlich vergessen. Vielleicht sind wir dadurch ein bisschen schneller. Hoffe ich mal. Wie viel Grip die haben, ne? Ist manchmal nicht normal.
Ja, ich hoffe, ich kann in die Punkte fahren, um ehrlich zu sein. Ich glaub's aber nicht. Bin gleich wieder da.